Erlauben Sie uns jetzt, den Hauptzeleplanten der heutigen Heiligen Messe vorzustellen, den Sie gleich treffen werden. Die letzte Station des heutigen Tages hier in diesem Saal ist die Heilige Messe, zelebriert durch Jean-Claude Hollerich, Kardinal, den Erzbischof von Luxemburg, der Präsident der Bischofskonferenzen der Europäischen Union. Er meint, dass Europa schon seit langem in die Richtung der Solidarität gehen sollte. Und er sieht, dass es immer eine konsumbestimmte Weltanschauung vorherrscht, die uns nicht leben lässt. Wir geben unserem Leben in Europa keine Chance. Wir brauchen eine Evangelisierung, die tiefgreifend ist. Wir müssen uns verändern und die Stimme von Jesus hören. Und er lädt uns zu einem tiefgreifenden Wandel ein. Diese Erwartungen stellt er sich gegenüber genauso. Jesus Christus ist mein Heil und er ist meine Hoffnung. Und sein Wort, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung führen mich dazu, mich mehr und mehr für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Jean-Claude Hollerich also, den Herrn Erzbischof treffen Sie gleich in der Heiligen Messe. Wir erwarten Sie zurück nach der Pause. All right.
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens überdauern die Zeiten. Er will uns dem Tod entreißen und in der Hungersnot unser Leben erhalten. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui dilecti filii tui corde gloriantes, eius precipua in nos beneficia recolimus caritatis, de illo donorum fonte celesti, super affluentem gratiam mereamur accipere, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Auftrag Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung. An Timotheus, seinen echten Sohn, durch den Glauben. Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Verbum Domini. Herr, bist mein Anteil und Erbe. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr. Mein ganzes Glück bist du allein. Du Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Du Herr, bist mein Anteil und Erbe. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. Halleluja.
Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit. Heilige uns in der Wahrheit. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du es versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Eure Eminenzen, Eure Exzellenzen, liebe Brüder und Schwestern, während der Covid-Pandemie hatten viele Menschen Angst. Angst vor Einsamkeit,
Angst vor wirtschaftlichem Versagen, Angst vor der Krankheit, Angst davor, ins Krankenhaus zu müssen und Angst vor dem Mord, vor dem Tod. Diese Angst, hoffentlich hat die Gläubigen nicht gelähmt. Und die Spendung der Sakramente, soweit es möglich gewesen ist, und die geistliche Gemeinschaft, manchmal war es ja nicht möglich, an den Sakramenten teilzunehmen, waren eine Quelle des Trostes und der Hoffnung. Dies ist ein wahres Wunder des Glaubens. Denn unser Glaube ist im Wesentlichen der Glaube an Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Der Glaube an Christus, der in seiner Kirche und in der Welt lebt. Der Glaube ist etwas, das wir wieder entdeckt haben, und das ist jetzt unser Kompass auf den Wegen unseres Lebens. Der Glaube in Europa ist zu einer sehr kleinen Flamme geworden, die in einigen Regionen unseres Kontinents zu erlöschen droht. Der Glaube wurde von kulturellen Strukturen getragen. Der Glaube ging in die Seelen ein, wie in einer Symbiose mit der Welt um uns herum. Ein Glaube, der nicht mehr von dieser christlichen Welt getragen wird, kann leicht ins Wanken geraten. Aber, das wissen wir gut, der Glaube ernährt sich nicht ausschließlich aus der Kultur, sondern auch von dem Objekt des Glaubens. Und das ist eigentlich auch das Subjekt des Glaubens, der lebendige Gott, der auch die Quelle dieses Glaubens ist. Das Ziel des Glaubens ist, durch das Gebet und die Teilnahme an den Sakramenten in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu gelangen. Der Glaube hat eine missionarische Dynamik. Der Glaube verlangt, dass man ihn mit anderen teilt. Und ich bete von ganzem Herzen, dass diese missionarische Dimension des Glaubens in Europa wiederentdeckt wird. In Europa, aber auch in der ganzen Welt. So wie eine Flamme Holz und Luft braucht, um zu überleben, braucht auch unser Glaube viele Dinge. Wir leben unseren Glauben nicht in abstrakter Weise, sondern der Glaube wird von einer Person, einer Gemeinschaft und der ganzen Kirche auf konkrete Weise erlebt. Der Glaube ist mit der Dimension der Ewigkeit verbunden, denn wir glauben an den ewigen Gott, aber wir leben ihn in der Zeit und auf konkrete Weise. Der Glaube öffnet uns die Augen, um Gottes Gegenwart in unserer Welt zu erkennen. Der Glaube, den wir gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekennen, öffnet uns auch dafür, unsere ganz persönliche Berufung wahrzunehmen. In der Tat ist der Glaube immer eine Antwort auf den Ruf Gottes. Der Glaube, den wir teilen, öffnet die Kirche für den Weg der Synodalität. Ein Mensch allein, eine Gemeinschaft, aber manchmal auch eine örtliche Kirche können sich auf den Wegen des Glaubens verirren. Der synodale Weg der ganzen Kirche korrigiert unsere unproduktiven Wege, zeigt uns den Weg in der Wüste und auch den Weg, der uns aus der Wüste herausführt. In der Wüste unseres Lebens ist die Versuchung groß, unseren Glauben aufzugeben oder ihn auf unsere eigenen kleinen Maßstäbe zu reduzieren. In Wüsten muss unser Glaube gestärkt werden. Und welche Nahrung wäre besser geeignet, unseren Glauben zu nähren, als die eucharistische Speise? Jesus selbst, der im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Diese eucharistische Nahrung des Glaubens ist einzigartig persönlich, aber auch einzigartig gemeinschaftlich und kirchlich zur gleichen Zeit. Wenn wir die kirchliche Dimension der Kirche nicht leben, dann würden wir uns
von unserer Wurzel, die Christus ist, abschneiden und auf dem Weg, der uns zu Christus führt, stehen bleiben. Ja, der Glaube ist ein Schatz, den wir hegen und pflegen müssen. Beten wir in dieser Messe für unseren eigenen Glauben und beten wir gleichzeitig für den Glauben der ganzen Kirche. Lasst uns beten, dass unser Glaube von der Hoffnung getragen wird. Betet, dass sich unser Glaube für die Liebe öffnen möge. Glaube ohne Liebe schließt uns in uns selbst ein. Die Liebe ist der Atem der Kirche, die aus dem Glauben lebt. Der Glaube ohne Handeln ist tot. Unser Papst erinnert uns ständig daran, dass wir als Christen in der Gesellschaft leben und dass wir auf die Herausforderungen der Ungerechtigkeit mit christlichem Engagement reagieren müssen. Ein lebendiger Glaube ist bereit, sich zu engagieren. Der Glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der Glaube an einen Gott, der eine liebende Beziehung ist, ruft uns auf, die Welt für unsere Brüder und Schwestern zu öffnen. Weil Gott alle Menschen liebt, führt uns unser Glaube dazu, dass wir uns allen Bedürftigen zum Nächsten machen. Der Glaube ist ein dynamisches Element unseres Lebens in dieser Welt, aber er führt uns auch dazu, über den lebendigen Gott zu reflektieren. Ich möchte auch davon erzählen, was für Früchte meine Gebete dieses Morgens gebracht haben. Im Evangelium hören wir von Jesu, dass wir oft einen Balken in den Augen haben. Und dieser Balken macht es, dass wir unseren Nächsten nicht erreichen können. Und deswegen erleben wir auch Kritik und wir kritisieren den anderen. Und als wir Facebook und die anderen sozialen Medien lesen, dann gibt es schon solche Balken. Denn viele sind fähig, die Kirche an sich als Ganzheit zu kritisieren. Einige haben diesen Balken im linken Auge, die anderen im rechten. Und sie sehen nicht mehr den Weg, auf den uns Christus einlädt, wo wir gemeinsam gehen sollten. Also verlassen wir diese kleinen Wege, die eigentlich aus diesen Balken in unseren Augen verursacht werden, und versuchen wir, auf den Weg von Christus zu gehen. Und unser Papst sagt uns, das sind die Wege der Synodalität. Also nehmen wir diese Wege, schlagen wir diese Wege mit Glauben und Mut ein. Und möge dieser Eucharistische Kongress eine Gelegenheit sein, unseren Glauben zu vertiefen. Jesus, Brot des ewigen Lebens, komm uns zu Hilfe in unseren Schwächen. Stärke, unser Gott, unseren Glauben. Herz Jesu, mach, dass unser Herz dem Deinen gleich. Amen. Herr, du hast den neuen und ewigen Bund geheiligt, indem du dein Blut vergossen hast. Gib, dass wir dir immer treu bleiben. Lasst uns Jesus Christus anbeten, der sich für uns am Kreuz dem himmlischen Vater aufopferte, um uns von unseren Sünden zu befreien. Dominum de precibus.
Herr, du hast für uns das Leiden und den Kreuzestod auf dich genommen. Gib, dass wir uns auch nicht weigern, die Kreuze unseres Lebens anzunehmen und zu tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du hast versprochen, uns eine sprudelnde Quelle zu schenken, deren Wasser ewiges Leben gibt. Sende deinen Geist auf alle Menschen aus. Herr, du hast deine Jünger gesandt, um die heilbringende Kraft des Kreuzes zu verkünden. Gib, dass auch wir aus deinem Kreuze Kraft schöpfen, um unsere Leiden zu ertragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du hast deinen Gläubigen die Auferstehung und die ewige Herrlichkeit errungen. Gib, dass unsere verstorbenen Geschwister die Erfüllung deiner Verheißung erlangen. Herr, schenke den ewigen Frieden den Opfern von Terrorangriffen und Kriegen sowie den durch Unfall und Covid-19 Verstorbenen. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, der Skandal des Kreuzes hat uns deine ewige Weisheit und deine unendliche Liebe zu uns gezeigt. Mögen wir uns immer voller Zuversicht des Kreuzes Christi rühmen, der du lebst und herrschest in aller Ewigkeit. Amen.
Veritate fratres und meum ac festum sacrificium acceptabile fiat ad poteum patrem omnipotente. Respice quesumus Domine, ad ineffabilem cordis dilecti filii tui caritatem, ut quod offerimus et tibi munus acceptum, et nostrorum expiatio delictorum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui mira caritate, exaltatus in cruce, pro nobis strade decem et ipsum, atque de transfixo latere, sanguinim fudit et aquam, ex quo manarent ecclesiae sacramenta. Ut omnes et cor apertum salvatoris attracti, iugite haurient e fontibus salutis in gaudio. Et ideo, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus, sine fine dicentes. Thank you.
Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum, oblatio mundo foratur nomini tuum. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calica, et tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei. Memore sigitur, Domine, eiustem filii tui saluti ferre passionis, nec non mirabilis resurrectionis ed ascensionis in coelum, sed et presto lantes alterum meus adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, ed agnoscens hostiam, cuius volui stimulatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nosli tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eus Sponzo, cum Beatis Apostolis tuis et Gloriosus Martiribus et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvare. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine, antosis mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmari dignieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et episcopo nostro Petro, cum episcopalis ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis quis familiae, quam tibi astare voluisti attesto, propitius, omnes filius tuos ubique dispersus tibi, clemens Pater, miseratus conjungem.
Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenni tercentiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, est ebi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ad a peccato simus semper liberi, ad ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem.
ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Thank you.
Oremus. Sacramentum caritatis, Domine, sancta nos faciat lectione fervere, quod filium tuum semper attracti, ipsum in fratribus agnoscere discamus, per Christum Dominum nostrum. Zum weiteren Verlauf des Tages einige technische Informationen. Gegenüber dem Plenarsaal sind die Pavillons F und G und dort erwarten wir Sie herzlich zu einem Mittagessen. Wir bitten um die Mitwirkung der Pilgerinnen und Pilger, damit das Ganze reibungslos abläuft. Nach dem Mittagessen beginnen die Fakultationen um 14.30 Uhr in den Pavillons A, B, E1 und E2. In der Pause werden wir die Überschriften der Fakultationen auf die Wände projizieren, damit Sie eine Wahl treffen können. Wir bitten Sie, vor Beginn der Fakultation rechtzeitig in den Pavillons anzukommen, etwa 10 Minuten vor Beginn. Diejenigen nationalen Delegaten, die ihre Eintrittskarten für den Sonntag nicht übernommen haben, nicht angenommen haben, möchten wir sie bitte zur Bühne bitten nach der Messe. And you are welcome to visit the buffets in Pavillons F and G, opposite the plenary hall. With regard to lunch, we kindly ask the pilgrims to cooperate with the organizers to ensure a smooth distribution of the lunch. After lunch, the afternoon facultations will start at 14:30 in pavilions A, B, E1, and E2. During the break, the titles of the facultations will be displayed, from which you can choose the one you would like to attend. Please arrive to the selected facultation on time, at least 10 minutes before the start. We kindly ask the national delegates who haven't got their entrance ticket for Sunday yet, go to the right side of the stage after the mass. Köszönöm a figyelmet. Thank you for your attention. Dominus vobiscum, benus benedictum, sed nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.